Ja, jetzt stehen wir hier bei der Schwestermarke von BMW, bei Husqvarna. Sehe ich ein interessantes Eisen, 650er. Deine Frau, hast du mir vorher gesagt, ist gerne gefahren mit der Cross Challenge, die jetzt ein bisschen eingeschlafen ist im BMW-Programm, aber das hier sieht ja richtig gut aus und ich denke, kann man einiges damit machen. Was habt ihr damit vor? Also wir werden dieses Motorrad, eben Ramona wird sie benutzen, auch bei der Madagaskar-Reise. Wir haben sie jetzt ausgerüstet mit einem vernünftigen Motorschutz, mit einem Alu-Koffersystem. Es kommen noch Tankrucksäcke, Scheinwerferschutz und ein paar Kleinigkeiten dran. Aber es ist einfach ein Motorrad, was eher die Wurzeln von der XT500 aufgreift, von damals. Reisetauglich, geländetauglich, aber jetzt nicht zu sportlich. Der Sitzkomfort von dem Ding ist super. Es ist eine relativ im hinteren Bereich breite Sitzbank, vorne so schmal, dass man gut handeln kann, dass man gut im Stehen fahren kann. Also eigentlich für die Preisklasse, in der dieses Motorrad antritt, glaube ich, ein ganz interessanter Reisekompromiss. Okay, soll jetzt gar nicht abwertend klingen, aber man sieht die niedrige Sitzhöhe. Sicherlich ein interessantes Reisemotorrad für Damen oder für Männer, die auch ein bisschen kürzer gewachsen sind, sage ich mal, oder? Würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Also es soll ja auch keine Sport-Enduro sein, aber als Reisemotorrad oder, sage ich mal, ganz gemein statt einem Roller in der Stadt wäre das auch eine Alternative. Okay.